Ja, herzlich willkommen zum, na, ich sage es einfach mal trotzdem, zum ersten Train Sim World 2020 Video hier. Einfach aus dem Grund, weil ich im Grunde genommen ja mit der normalen, mit der, ich sag mal, Singleplayer, mit dem Singleplayer-Projekt von Train Sim World, wollte ich ja ab dem 2020er, wollte ich ja, das Spiel quasi einen weiteren Step nach oben gehen, indem ich die mit Sicherheitssystemen und so weiter fahre, was ich mir die selbst mal ein bisschen aneigne und so weiter. Ich habe getestet, also was heißt getestet? Also ich bin, habe bald kurze Strecke gefahren, hier im Fahrplanmodus. Auf GWE und auf 6X Heavy Hole. Bei 6X Heavy Hole habe ich nichts gefunden, was natürlich daran liegt, weil es weil es halt keine, wie haben sie es genannt, keine physikalische Möglichkeit gibt, das halt zu starten. Also da muss man halt mit dem Shortcut was machen. Deswegen fahren wir einfach mal die Szenarien erst, also wir werden die ganzen Szenarien erstmal hier fahren von, also von GWX, ach GWX, GWE, natürlich auch mit den anderen Routen dann die ganzen Szenarien durchfahren, bevor wir uns dann gemütlich so den Fahrplanmodus annehmen. Das gleiche werden wir halt auch wahrscheinlich bei, wie heißt noch, bei Train Simulator machen. Halt dann auch auf den Strecken die Szenarien fahren, wo es halt die Zugsicherheitssysteme gibt, die ich bis zu dem Stand dann fahren kann. Beziehungsweise wo ich weiß, wie sie funktionieren und auch fähig bin. Ich gehe einfach erstmal rein hier in eine Reise in den Westen, dann schnacke ich natürlich vielleicht noch weiter. Oh, mit beteiligtes Zug ist aber auch neu, ne? Die sind dazu eingestellt, einen Hochgeschwindigkeitszug von London ins West Country zu fahren. Wenn sie bereit sind, gehen sie hinüber und bereiten sie alles für die Abfahrt vor. Dann machen wir das und dann schnack ich gleich nochmal weiter, was die Sicherheitssysteme betrifft und was mein aktueller Stand ist. Eine Reise in den Westen. So, ich hoffe, ich schnack. Oh Gott, wo muss ich. Ach, ich muss zu einem bestimmten Bahnhof. Ach nee. Sie wurden gerufen, um Also. einen Fahrer zu ersetzen, der auf einer anderen Fahrt in Verzug geraten ist. Ihre Aufgabe besteht darin, den Zug nach Reading zu bringen, wo jener Fahrer übernimmt und die Fahrt wie geplant fortsetzt. Okay. Ah. Hoppala, ich dachte, das gab es nicht irgendwie hier auch so ein Szenario, wo man drei verschiedene Strecken nehmen konnte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Muss ich nicht verstehen. Ja, also, wie gesagt, ich habe mich jetzt im Grunde genommen hauptsächlich mit dem von dem britischen System auseinandergesetzt. Verständlicherweise, deswegen fangen wir auch mit Great Western Express an. Ich könnte mir. Ich renne einfach mal nicht, ich habe keine Ahnung, wo ich los muss. Ich könnte mir vorstellen, dass ich am meisten, oh Gott, Probleme vielleicht haben könnte mit, das muss ich mal kurz überlegen. So, ach, das ist hier, das ist auch alles jetzt hier. Spritzensignale. Ab 20 Uhr muss man Nacht machen. Deswegen machen wir Tag-Spritzensignal und später gehen wir dann runter auf Nachts. Was? Auf das Nachtlicht. Jetzt muss ich natürlich noch hier herausfinden, wo das jetzt hier ist mit dem Sicherheitssystem. Ich habe selbstverständlich jetzt nicht in diesem Jahr gemacht. Motorbeleuchtung. Oder das ist vielleicht hier. Irgendwo. Engine Start. Engine Stop. Signalhorn. Das ist natürlich jetzt wieder praktisch. Das
Gut, das ist aber scheinbar ist das andere System aus. Wir müssen irgendwie hier los. Notbremse, Parkbremse, Parkbremse. Blablabla. DRA. Ist aus. AWS ist, glaube ich, an, wenn ich es richtig sehe. Ist AWS an? Jetzt bin ich verwirrt. Ist AWS an oder nicht? Also ich würde fast sagen, ja, ich habe keine Ahnung. Wo haben wir denn hier? Gibt es hier nicht eine Taste, die man hier drücken kann, wo man die Türen aufmacht? Ah, DSDS-Isolierung, AWS-Isolierung. Jetzt haben wir AWS an, glaube ich. Und das ist DSD, ist das denn jetzt auch an? Gott, links in Riegel, meine Güte. Wenn ich jetzt noch rausfinde, wo die ganzen, wo die Türentriegelung hier auf dem Dashboard ist, dann habe ich alles, was ich will. Ja gut, auf jeden Fall habe ich, klar, ne, GWE, McGregor Western ist besser, ich mich so ein bisschen auseinandergesetzt. Eigentlich habe ich mich mit GWE eigentlich nur mit dem Nahverkehrszug auseinandergesetzt. Useful numbers, okay. Wie gesagt, bei CSX Heavy Hole, da habe ich mich jetzt tatsächlich noch gar nicht wirklich mit beschäftigt. Einfach aus dem Grund, weil ich das halt nicht mitbekommen habe, dass ich weiß das noch gleich, dass es tatsächlich doch ein Sicherheitssystem gibt. Einfach aus dem Grund, weil man es halt nicht sehen kann, sondern halt eine links verriegeln. Einfach aus dem Grund, weil man halt das Problem hat, dass man. Ups, falsche Richtung. Geben wir mal Schub. Einfach aus dem Grund, weil man halt dieses Problem hat, dass man das halt nicht hier über irgendwas hier im Cockpit einstellen kann, sondern halt nur über einen Shortcut, also keine Ahnung, ich glaube es war Shift und Numb-Taste, was auch immer da, welche Numb-Tasten auch immer dafür gebraucht wird, ob das jetzt die Numb-Taste ist, die das Numpad aktiviert oder irgendeine random Numb-Taste, keine Ahnung. Ich glaube, wir dürfen hier gerade 10 Meilen fahren, wenn ich mich nicht täusche, wobei, nee. Das war, na, meint, ich hab mich gesagt, 40. Ja, also ab 20 Uhr soll man wohl, wird's wohl das System, ich wusste, ich habe es vergessen, ich hätte prinzipiell hinten anfangen müssen. Einfach aus, obwohl, nee, hinten ist das Heck an, perfekt. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, 34 Meilen ist unser nächster Stop in Reading. Weil das Signal, ach, das Signal sage ich schon, das System ist ja so ausgelegt, dass es dann auch außerhalb des Zuges zu hören ist. Das ist also nicht ganz so unwichtig, ob ich jetzt drin bin oder nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir es zeitlich packen, dass wir rechtzeitig dort sind. Alles klar. Schön, dass das Haupt ein bisschen später kommt.
haben wir das auch schon mal verwendet. Also wie gesagt, ich fange auch ganz von vorne an hier, weil, also das Problem, also was ist das Problem? Also ich habe ja quasi wieder ein neues Spiel schon anfangen müssen, was wahrscheinlich daran lag, weil ich das Spiel halt nicht gesaved habe, bevor ich den PC quasi neu aufgesetzt habe. Wobei eigentlich hätte ich's, ich hätte das prinzipiell nicht mal wirklich machen müssen. Allerdings, da ich es gemacht habe, hätte ich das System halt, also die Spiele halt speichern können von Steam und ja, dann hätte ich halt jetzt den Spielstand noch gehabt, aber ich dachte mir, ja gut, Train Simulator, da wird das ja auch gespeichert. Warum soll das dann halt bei TSW nicht gespeichert werden? Die ganzen Spielstände so gesehen und ja, deswegen musste ich ein neues Profil machen, nachdem ich den PC quasi, ja, das nachdem Windows neu aufgesetzt wurde und hab mir halt gedacht, dann nutze ich halt einfach mal die Chance und fange dann auch an mit dem Fahren mit Sicherheitssystem. Und wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich prinzipiell nur ein Sicherheitssystem mir mehr oder weniger angeeignet. Das wäre jetzt hier AWS und DSD von dem britischen System. Das DSD ist ja, ich glaube, man kann das so ungefähr vergleichen mit der SIFA, wobei prinzipiell gesehen kann man auch AWS mit der SIFA vergleichen, so vom System her, da PZB ja doch schon weitaus komplexer ist. Also als einfach nur das, einfach nur ein Knöpfchen drücken, beziehungsweise AWS macht man ja, deaktiviert man ja hier vorne oder setzt man zurück hier vorne und DSD hier unten. Quasi auf dem Breakpad. Ja, ich gehe mal davon aus, dass. Also, ich weiß selber gar nicht, wie es mit Train Simulator ist. Da war es das erste Mal, dass wir jetzt gerade das DSD hätten deaktivieren mussten. Ich weiß auch gar nicht, ab wann das triggert. Ich würde fast sagen, also so nach dem Bild jetzt hier gerade alle 3 Minuten vielleicht. Also wenn das nach Minuten, wenn das nach Timer ist, oder vielleicht geht es auch nach Meile, oder vielleicht geht es nach Signalen oder nach Magneten. Ich weiß es nicht. Damit habe ich mich ehrlich gesagt bisher noch nicht beschäftigt. Mir war erstmal wichtig, dass ich überhaupt damit klarkomme, dass ich damit fahren kann. Und wie ihr seht, funktioniert es bisher einwandfrei. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei. Wer heißt noch, dass es bei den beiden deutschen Strecken, die ich aktuell habe, also da werden noch garantiert irgendwann. Also da werden noch zwei dazukommen. Ah, kann das sein, dass oder für die SD nur aktiviert, wenn man im Emo-Bereich ist, also in der Emo-Zone. Also da kommen auf alle Fälle noch die anderen beiden Strecken, die es aktuell noch gibt, noch dazu. Was wäre dann die meinen Spessartbahn und Rosig Nordosten. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass es halt mit dem deutschen System, dass ich da mehr Probleme haben werde, um da reinzukommen. Also das könnte Zeit in Anspruch nehmen, bis ich dann da bin, bis ich fahren kann. Ja, aber das ist ja auch erstmal prinzipiell egal. Wir haben ja genügend andere Strecken, die wir fahren können. Und mit der Zeit werde ich mich garantiert auch da in das System reinfuchsen, wobei es bei mir, glaube ich, gerade eher so hapert mit den unterschiedlichen Magneten und den geschanzten Geschwindigkeiten. Also das ist eher gerade bei mir so eine Art Hemmschwelle, kann man das, glaube ich, am besten bezeichnen, so nach dem Motto, ja hier, da ist eine Komplexität da, da muss man ein bisschen mehr beachten und vielleicht auch, weil ich beim letzten Mal, als ich es probiert habe, mit SIFA und mit PZB zu fahren, dass ich da vergessen habe,
dass es sie vergibt und ich dann komplett überfordert war und ich nicht mehr an sie vergedacht habe. Liegt vielleicht auch daran, weil ich mit Sifa zu dem Zeitpunkt, glaube ich, über 2 Jahre nicht gefahren bin. Oder Moment. Also, weiß gar nicht. Vielleicht auch 1,5 Jahre. Ich meine, dass ich. War das jetzt ein 100er-Zeichen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine zumindest, dass ich irgendwann in Train Simulator damit noch gefahren bin mit Sifa. Ich weiß aber noch nicht, ob es auch bei den letzten. Also ob es beim letzten deutschen Video so gesehen, auf der deutschen Strecke so gewesen ist. Aber ja. Aber ja, das kann natürlich auch daran liegen, dass ich mich da gerade ein bisschen so versträube, dass ich mich ein bisschen näher mit dem System beschäftige. Aber wie gesagt, mit der Zeit werde ich mich auch da reinfuchsen. Also, ja, genau, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann sein, dass es dieses Jahr noch tatsächlich sogar noch ein Video gibt oder halt Anfang nächsten Jahres auf einer deutschen Strecke mit Zugsicherheitssystem. Da war jetzt AWS. Ja. Das ist zumindest erstmal bis dato. Ich weiß noch gar nicht, wie das mit den. Ob es. Ich habe ja. Ich glaube, ich habe sogar mittlerweile zwei chinesische. Oder eine chinesische, eine japanische Strecke im Train Simulator. Ich hoffe mal, dass es. Oh Gott, ich fahre zu schnell. Das fällt mir jetzt erst auf. My bad. Ich hoffe mal, dass es dort auch Sicherheitssysteme gibt, weil es. Ist halt schon ein gewisses Interesse. Also, ne, das Interesse besteht daran, so die möglichst viele Sicherheitssysteme kennenzulernen und so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Aber ich bin mal gespannt, wie es halt dort ist. Ich schätze mal, mit dem Shanghai Maglev, da wird das garantiert, obwohl, was ist garantiert? Da wird es mit Sicherheit auch Zugsicherheitssysteme geben. Das könnte auch interessant werden. Aber, ja. Wie gesagt, erstmal so ein bisschen. Bisschen auf den britischen Strecken, da sind wir, glaube ich, als es, also bevor das Train Sim World 2020 Update rauskam, hatten wir, glaube ich, da auch noch nicht so das Vergnügen gehabt, alle Strecken gefahren zu haben, bzw. alle Szenarien. Das werden wir jetzt ja bei GWE nachholen und bei den anderen natürlich auch. Wobei bei Transit. Bei Rapid Transit, da haben wir, glaube ich, alle Szenarien gefahren. Wo sind wir alle Szenarien gefahren? Da fahren wir, sage ich jetzt, einfach mit die ganzen Szenarien nochmal neu, dann halt mit Sicherheitssystem. Ich weiß gar nicht. Hatte ich bei Ruhrsieg Nord? Hab ich jetzt gerade eben Ruhrsieg Nordosten oder sowas gesagt? Ich meine natürlich Ruhrsieg Osten. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir bei Ruhrsieg Nord, ob wir da auch alle Streckenszenarien gefahren sind oder nicht. Gott, oh Gott. Was ist denn jetzt gerade los? Keine Ahnung. Naja. Also, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, und auf den Strecken, wo ich mich dann auch auskenne mit den Zusatzsystemen, weil ich dann auch in den nächsten Sonntagsfahrer-Videos, wenn wir auf den Strecken fahren und wenn wir Train Sim World fahren oder Train Simulator, wie auch immer, weil ich halt auch, wie gesagt, dort mit Sicherheitssystemen fahren. Egal, ob Jan das jetzt nicht kann, oder egal, ob es jetzt hier ist. Also, ne? Also, ich werd dann halt auch dieses Projekt dann dafür nutzen,
um mit Zugsicherungssystem zu fahren, um mich halt notfalls auch dort noch ein bisschen zu verbessern. Schaffen wir das bis Reading in der vorgeschriebenen Zeit? Ich bin ja gespannt. Also 18 Meilen haben wir noch. Wir haben noch 11 Minuten. Ich hoffe, ich habe mir nicht zu viel Zeit gelassen gerade eben. Ich befürchte, ich habe 1,5 Minuten Verspätung. Wann sind wir denn losgefahren? Hätten wir irgendwann losfahren müssen? Nicht unbedingt, ne? Aber wir hätten halt anhalten müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber es ist auch nur eine kurze Strecke, geht da bis zum Ende. Ist hier noch also leider, in Anführungszeichen leider nur ein kurzes Szenario. Aber nichtsdestotrotz machen wir alles einfach mal wieder der Reihe nach. Also das hat der Spaß gemacht damals, macht jetzt auch immer noch Spaß. Ich meine, die Grafik, also das sieht halt einfach immer noch geil aus. Das Einzige, was dem Ganzen halt auch so ein bisschen fehlt, meiner Meinung nach, oder was das Ganze vielleicht noch ein bisschen den Spielspaß noch vervielfältigen würde, wäre entweder ein Multiplayer oder eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art lokaler Multiplayer, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich meine, bei Landwirtschaftssimulator oder Farming Simulator gab es ja, glaube ich, immer solche lokalen Sachen, glaube ich. Aber einfach, also ne, muss ja nichts Globales sein, ne, dass man halt, keine Ahnung, auf dem riesigen Server spielt, aber keine Ahnung. Ne, wäre ja schon nice, wenn man einfach so eine Art, ja, wie soll ich sagen? Ne, reicht ja, wenn das so eine Art lokale Sache ist, dass irgendwie jemand, der, was weiß ich, wenn das möglich, wenn das viel Internet zieht oder was auch immer, der dann halt die beste Internetleitung hat, was Stabilität von Upload und Download betrifft, wenn halt der dann einfach den lokalen Server dann so gesehen aufmacht und das halt dann über die Person dann läuft. Das wird ja schon reichen, ne? Das so als Multiplayer-Integration und dann halt vielleicht noch die Möglichkeit, dass man Szenarien hinzufügen kann. Dass man eigene Szenarien erstellen kann. Das wäre natürlich schon nice. Also wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr Push geben vielleicht auch. Also das wird den Hype vielleicht nochmal erhöhen. Aber da sind es ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dran oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht. Ich habe zumindest davon gehört. Kann natürlich auch sein, dass sie es verworfen haben, die Idee, oder dass es einfach auf der Prioritätenliste weit unten ist, weil es halt eher eine Art kostenlose Sache wird und sie aktuell ja auf mehr Streckeninhalt aus sind. Aber keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie es bei denen aussieht, was für eine Prioritätenliste die sie haben und so weiter. Oh, wie ich sehe auf dem Discord, das ist jetzt eine neue Nachricht. Funktioniert der Bot? Wenn ja, welcher Bot? Okay. Das mit Titel funktioniert nicht, das ist schon mal gut zu wissen. Schade. Okay, Mi-Bot funktioniert, der YouTube-Bot, der ist scheinbar down. Auch wenn nicht alles down angezeigt wird. Aber gut, dann weiß ich zumindest schon mal, dass der Titel-Command, den ich mir selbst dazu gesichert habe, weil ich gehofft habe, dass das funktioniert. Dass das nicht funktioniert, das ist schon mal schade.
Und ich. Ah nee, ne, Moment. Ich habe gerade gedacht, man sieht das Maus. Ach, das Maus. Die Maus gar nicht, weil ich sie gar nicht gesehen habe, aber sieht man ja doch. Oh, es geht leicht bergauf, deswegen verlieren wir so ein bisschen Geschwindigkeit. Aber ich denke mal, wir werden nicht pünktlich sein. Wobei, wir haben nur noch 5 Minuten für 8 Meilen. Wir hatten gerade eben 19, ne, 18 Meilen. 11 Minuten für 18 Meilen. Das könnten wir sogar noch schaffen rechtzeitig. Das könnten wir tatsächlich sogar schaffen. Und dann werden wir dem nach, ja, denken. Ich wollte eigentlich, denke ich, mal sagen und habe das irgendwie dann vermischt. So, ja. Was dann eher nach dem nachklang, in meinem Kopf. Ja, wir werden dann in den anderen. Also, ja, klar, wir werden danach nochmal hier ein paar mehr Stops machen und nicht einfach nur schnurgerade fahren und einmal stoppen und so weiter. Bin gespannt auf die ganzen. Aber ich bin mir gerade unsicher. Habe ich nicht vielleicht doch alle Szenarien sogar schon gefahren von Great Western Express? Ich guck mal kurz nach. Ich kann. Ich. Nee, ich glaube, das allerletzte Szenario haben wir, glaube ich, nicht gefahren. Ne? Wir sind bis Dings gekommen. Bis, wie heißt das? Bis Aggregatzustände. Western Express. 4,4 Meilen noch bis nach Reading. Ja, wir sind bis Aggregat, also nicht Zustände. Wir sind bis Aggregat Industrien gekommen. Na gut. Heißt, wir werden ein weiteres Szenario dann zusätzlich noch fahren, das letzte von den Szenarien, und werden uns dann den anderen, dem Fahrplan widmen und dort ein wenig Spaß haben. Die Bremse ist tatsächlich gut. Tatsächlich gut, die Bremse. Ups, Vollleistung möchte ich noch nicht. Auf Ausgangslage 60 Miles per Hour, das heißt, wir werden wahrscheinlich noch werden wir einen Gleis wechseln. Okay, ich werde auch noch besser bremsen können. Nee, 60 war allgemein gemeint. Oh. Okay. Perfekt. Rechts hätte ich noch runter auf die 50 Miles per Hour gekommen.
7 Yards. Huh. Alles geplant. Huh. Mensch, da habe ich noch mal ein bisschen Bammel, dass ich nicht rechts zum Stehen komme. Oh. Läuft, würde ich sagen. Das lief doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir sind sogar pünktlich da gewesen, also überpünktlich. Wir waren 28 Sekunden zu früh. Und ich dachte, ich hätte zu viel Zeit verloren. Mensch, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte echt, dass ich zu viel Zeit verloren habe, als ich da, als ich hier ADS, ach ADS, als ich DSD und AWS gesucht habe, dass ich damit viel zu viel Zeit verloren habe. Ich habe auch ziemlich spät die Fahrgäste einsteigen lassen. Wir hätten ja deutlich früher losfahren können. Aber pünktlich ist pünktlich und das müssen wir auch noch warten. Und mit dem System zu fahren hat funktioniert. Umso besser. Von daher ist das erste, der erste Versuch, nenne ich es mal, das erste Mal mit Zugsicherheitssystem hier in Trainsome World. Noch einmal vielen Dank fürs Aushelfen. Hoffentlich ist der andere Fahrer bald hier. Gern geschehen. Hat ja sehr super funktioniert. HST, das ist ja schon. HST ist ein High-Speed Train. Wir sind ein bisschen zu weit, wenn ich es richtig sehe. Aber das passt noch. Es sind ja noch Meilen weit, bis wir da beim Signal entstehen müssen. Aber ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass es funktioniert hat. Ja. Also hat. Ich bin sehr überrascht, dass es so gut funktioniert hat. Aber es freut mich sehr, dass heißt, dass ich fähig bin. ja, das heißt, dass es das. Wir dem Ganzen jetzt doch ein bisschen mehr Realismus entgegenkommen können. Und das ist ja im Grunde genommen das Ziel gewesen. Und das einzige Blöde wiederum ist, dass ich jetzt auch wieder die ganzen Features hier suchen muss. Wobei ich glaube, ich gar nicht wirklich darauf aus bin. Wie wir sehen, sind wir auch glaube ich gar nicht. Wir sind nicht allzu viel zu schnell gefahren. Haben auch ziemlich gutes Tempo gehalten. Und auch sehr gut runtergebremst. Yardgenauigkeit 0,566 Yards. Läuft. Wir sind, wie ihr seht, noch Level 9. In GWE sind wir mittlerweile Level 4. In der Class 43 GWG sind wir knapp vor Level 3. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht für die Strecke. 36,3 Meilen waren es und haben knapp 6000 Punkte dafür bekommen. Das lief doch wunderbar. Was ein Szenario neu spielen? Eine Reise in den Westen. Ach, das war das Szenario, ne? Ich weiß zwar nicht, warum man das Szenario gerade nicht auswählen konnte wieder. Aber das ist ja nicht so wild. Jetzt können wir es machen. Sprich, beim nächsten Mal werden wir uns dann wieder schön dem. Oh. Bronze, Silber und Gold. Perfekt. Das ist auch so ein Ding, was wir jetzt auch dadurch, dass jetzt auch das System eingeführt wurde. Also das mit einem System, das ist auch so gesehen eine Sache, die wir dann auch machen werden. Wählen sie einen von drei zur Abfahrt durch das. Ja, ich glaube, hier werden wir das dann auch wieder so machen, dass wir dann von entlang der Strecke auch wieder alle Szenarien machen werden. Also alle drei Strecken, da ja drei zur Auswahl stehen. Heißt, da werden wir uns dann das nächste Mal mit beschäftigen. Da fahren wir
mit einem Class 100, oh, das sind glaube ich alles Class, es ist ja schon, ist alles Nahverkehr, das heißt, wir werden beim nächsten Mal Nahverkehr fahren, wenn wir uns auf Great Western Express bewegen, und genießen dann ein paar mehr Stops und demnach auch einen etwas engeren Zeitplan. Ich bin mal gespannt, ob wir das zeitlich schaffen, rechtzeitig immer anzukommen, wenn wir ankommen sollen, und ja. Bestpunkt, Bestpunktzahl, Bestpunkt A, warum ich immer, Moment. Steht da immer Bestpunktzahl oder habe ich beim letzten Mal einfach nur blöderweise da irgendwie Bonuspunktzahl gesehen? Irgendwann habe ich Bonuspunktzahl, nee, ist alles Bestpunktzahl, alles klar. Ja, wie gesagt, damit kümmern wir uns, da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mit dem zusätzlichen System und so weiter gefahren bin. Ja. Dann wollen wir dem Ganzen hier mal ein bisschen. Ich muss ein Training machen, sehe ich gerade. Dann wollen wir uns dem Ganzen mal hier annehmen, dass wir hier die ganzen Sachen hier durchkriegen und halt auch alle Sachen finden und hier dann halt bei Full sind. Was das betrifft. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Das könnte sogar Dienstag kommen. Also das nächste Video wird wahrscheinlich morgen kommen. Aber das nächste Train Sim World Video könnte. Das nächste Train Sim World Video könnte Sonntag kommen. Aber wird auf jeden Fall dann am Dienstag kommen. Genug gequatscht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.